Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, werte Freunde der Waldviertelakademie. Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Abend. Besonders deshalb, weil es die erste Veranstaltung dieser Art der Waldviertelakademie ist. Erstmalig gibt es am heutigen Abend eine gestreamte Online-Veranstaltung zu einem ganz aktuellen Thema. Weitere werden in den nächsten Wochen noch folgen. Die Waldviertelakademie bleibt damit auch ihrem Gründungsgedanken treu, aktuelle und wichtige Fragestellungen mit bekannten und wichtigen Persönlichkeiten zu diskutieren. Und da dies ja aktuell offline nicht so einfach möglich ist, hat sich auch die Akademie entschlossen, diese Diskussionen in das Netz zu verlegen. Aber auch für mich persönlich ist das natürlich ein ganz besonderer Abend. Denn obwohl ich die Akademie ja vor einem Monat verlassen habe, sitze ich jetzt hier als Gesprächspartner für eine ganz, ganz spannende Veranstaltung. Und dafür möchte ich dem ganzen Team der Waldviertelakademie und vor allem meiner Nachfolgerin Simone Brodesser recht herzlich danken für diese Gelegenheit und vor allem für die Organisation dieses, und Sie werden es dann hören und sehen, sehr, sehr spannenden Abends. Dieser Abend steht ganz im Zeichen des ursprünglichen Jahresthemas der Waldviertelakademie. Zeitenwende, Wendezeit. Warum das Jahr 2020 wegweisend für Europa ist. Diesen Titel haben wir uns am Ende des letzten Jahres quasi ausgedacht. Wir haben dazu ein Programm konzipiert, aber keiner konnte damals wissen, wie, und da muss man ja fast sagen, leider treffend dieser Titel auch jetzt ist. Die Covid-19-Pandemie hat uns nach wie vor fest im Griff. Fast alle wurden aus dem heiteren Himmel davon getroffen. Der Lockdown kam eigentlich von gestern auf heute und die Folgen und Nachwirkungen, Auswirkungen sind ja bekannt und natürlich auch heute noch spürbar. Aber genau darüber wollen wir auch heute sprechen. Und vor allem wollen wir darüber reden, wie geht es jetzt, wo das gesellschaftliche, das soziale, das wirtschaftliche und mittlerweile auch das kulturelle Leben wieder langsam hochgefahren wird, wie geht es in der Zukunft eigentlich weiter? Und es freut mich sehr, dass ich dazu heute eine äußerst kompetente und bekannte Persönlichkeit hier neben mir als Gesprächspartnerin sitzen habe. Herzlich willkommen und schönen guten Abend, Frau Professor Dr. Martina Leibowitzi-Mühlberger. Guten Abend, hallo. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Martina Leibowitzi-Mühlberger ist Psychotherapeutin und Ärztin, berät unter anderem politische Parteien und staatsnahe Organisationen und ist Geschäftsführerin der AG Erziehungsberatung und Fortbildung GmbH, in deren Räumlichkeiten, Sie sehen es hier, wir heute dankenswerterweise auch zu Gast sind. Und es gibt auch einen ganz, ganz aktuellen Anlass für unser Gespräch heute, denn Frau Professor Leibowitzi-Mühlberger ist auch Autorin und hat vor kurzer Zeit dieses spannende Buch herausgebracht, Startklar, Aufbruch in die Welt nach Covid-19. Und das sind genau die Themen, die wir heute besprechen wollen. Wir wollen über die Pandemie sprechen, was hat sich in unserem Leben geändert und vor allem, wie geht es in Zukunft weiter. Ja, Frau Professor, bevor wir jetzt ins Thema richtig einsteigen und in Ihr Buch vielleicht zum Aufwärmen, so eine ganz einfach, eine profane Frage. Was hat Ihnen eigentlich in den letzten Wochen, auch wenn es jetzt schon langsam wieder beginnt, während des Lockdowns am meisten gefehlt? Und wie haben Sie diese Zeit, diese 8 Wochen, kann man ja eigentlich sagen, selbst erlebt? Nun, das ist gar keine profane Frage, die Sie da stellen. Das ist eine Frage, die eigentlich gleich sehr in die Tiefe geht. Und das ist eine Frage, die ich auch in meinem Buch jedem Leser stelle. Was hat Ihnen denn am allermeisten gefehlt in dieser riesigen Feldstudie, in der wir unfreiwillig Probanden geworden sind alle? Und das Design dieser Studie hat ja geheißen, nimm sie alle, sperr sie in ihre Hütten, lass sie möglichst nicht raus und nimm ihnen möglichst viel von ihren gewohnten sozialen Kontakten. Und was fehlt dir dann am meisten? Also ich glaube, ich bin vergleichsweise so wie alle anderen Menschen auch, mir hat der Kontakt, der soziale Kontakt, um es zu präzisieren, die Umarmung, die Möglichkeit, Freunde zu umarmen, das hat mir am allermeisten gefehlt. Das muss ich sagen, dieses Zurückgeworfensein auf die Isolation. Ich kann mich schon gut beschäftigen und ich habe sehr viel zu tun gehabt. Und wie Sie sehen, ich suche mir dann halt was. Aber den menschlichen Kontakt kann nichts ersetzen. Gerade der menschliche Kontakt ist etwas, auf den wir vielleicht noch länger verzichten werden müssen. Was macht es mit uns Menschen, wenn wir auf so etwas verzichten müssen? Ja, das ist eine weitere tiefe Frage, die Sie gleich hier stellen. Das bewirkt sehr viel in uns. Passagier halten wir das aus. Wir spüren Spannung, wir spüren Verlust, wir spüren, dass uns was fehlt, Unruhe vielleicht. Wir kompensieren es, wir streicheln unseren Hund mehr. Langfristig
Ja, langfristig ist es problematisch, was dann passiert, denn es macht uns nicht gesund. Der Homo sapiens ist ein Zoon politikon, wie es so schön heißt, hat Aristoteles, ein Gemeinschaftswesen. Und wenn dir die Gemeinschaft, auch die physische Gemeinschaft, wegbricht und nur mehr eine virtuelle Gemeinschaft entsteht oder besteht, dann wird es dir sehr eng, bis hinein in die Neurotransmitterchemie als Mensch, und dann bist du krankheitsanfälliger. Und auch wenn Sie sich die Konsequenzen für unsere Kinder vorstellen, ne? Wenn Sie mit Kindern gesprochen haben, und ich rede viel mit Leuten, ich bin ja sehr neugierig und ich rede auch sehr viel mit Kindern, und da haben Sie doch tatsächlich jetzt scharenweise Kinder getroffen, die den ungewöhnlichen Satz gesagt haben, die Schule fehlt mir, ich möchte wieder in die Schule. Und wenn man dann nachgefragt hat und sich gedacht hat, Wahnsinn, jetzt ist der Akademisierungssturm ausgebrochen und die wollen jetzt alle unbedingt lernen, und das versucht er zu präzisieren, dann ist rausgekommen, ich vermisse meine Freunde. Ich vermisse so sehr meine Freunde. Und aus dem heraus muss man sich natürlich auch, wenn man sich jetzt die Klagen der Kinder anhört, wie jetzt gerade Schule läuft, kann man ermessen, was es für uns und was es für unsere Kinder bedeuten würde, wenn die kontinuierlich so aufwachsen müssten. Es wäre ein riesiges Defizit. Über Schule, Ausbildung und auch über die gesundheitlichen Auswirkungen werden wir dann noch reden. Wir sind jetzt viel zu schnell ins Thema gekommen. Ich wollte Sie eigentlich zu Beginn noch kurz über das Buch fragen. Sie haben sich jetzt in diesen Wochen auch dazu entschieden, ein Buch über diese Pandemie und vor allem auch über die Zukunft danach oder was diese Krise eben mit uns macht, entschieden zu schreiben. Wieso eigentlich? Also das ist jetzt nicht ganz präzise. Das Buch hat sich entschieden werden zu wollen. Und ich war einfach so erschüttert, ja, wie dann dieser Lockdown wirklich war, wie der einfach wirklich war. Und ich bin als erste Reaktion rausgerannt, nicht ganz brav, und bin vor einem Reisebüro gestanden, und dort ist auf dem Fernseher in Endlosschleife die Werbung für eine Kreuzfahrt, für ein Kreuzfahrtschiff gelaufen. Und dann waren noch so ein paar so Annoncen für, Sie kennen das eh, eine Woche sowieso und was weiß ich, 4 Sterne und mit 7 Palmen um so und so viel. Und da war so eine leichte Staubschicht drauf. Und ich habe mir gedacht, verdammt, jetzt sind wir im Day After. Das ist so anachronistisch, das ist ein Irrsinn. Und dann bin ich gerannt durch dieses fast leere Wien, und kalt war es auch im März an dem Tag und windig. Da haben wir gedacht, wow, das ist ein Wahnsinn. Bitte, liebe Leute, wo sind wir? Was passiert jetzt mit uns? Ja? Und gleichzeitig hat es mich so ganz besonders angesprungen, weil ich in meinem letzten Buch, dem Tyrannenkinder-Erziehungsplan, versucht habe, auf den ersten 150 Seiten zu referieren, warum wir denn diesen neuen Menschen, diesen Homo sapiens Soziales erziehen müssen, damit eben es nicht passiert, dass die Zivilisation gegen die Wand fährt. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, es passiert, jetzt passiert, das ist ein Wahnsinn, die ganze Wirtschaft wird in den Boden gerammt, wir können nicht mehr miteinander sein, unsere Kinder können nicht mehr in die Schule gehen. Ja, und verdammt nochmal, sowas kann ja immer wieder kommen, jetzt geht es ums Eingemachte. Ja. Und das hat mich so erfasst, dass ich nach 3 Stunden quer durch Wien rennen heimgekommen bin und am Schreibtisch niedergesunken bin für die nächsten 3 Tage, und dann war das Rohkonzept fertig von dem Ding halt. So war es halt. Okay. Sie schildern das jetzt ganz schön eigentlich, diese bisschen Endzeitstimmung, die wir alle zu Beginn hatten, ja, weil ja keiner absehen konnte, was heißt das jetzt, wie lange wird das andauern. Was hat das, Sie haben jetzt gesagt 3 Tage, was hat das auch für das Buch bedeutet? Gab es da trotzdem einen Zeitdruck? Sie konnten ja nicht absehen, wie lange wird diese Krise, die Pandemie anhalten, und was wird noch geschehen? Ich habe die Analyse sozusagen. Was heißt das? Woher kommt das? Und was bedeutet es? Und was wäre jetzt global dran? Das war der innere Auftrag. Ja. Ich habe das so erlebt, wir treten jetzt als Zivilisation in das Zeitalter der Pandemie ein.
Ich habe mir gedacht, sozusagen, wenn wir jetzt in 50 Jahre in die Zukunft gehen und zurückschauen, was wird man dann im Geschichtsunterricht den Kindern sagen? Und man wird sagen, Kinder, 2020 hat das Zeitalter der Pandemie dann begonnen. Und alle werden sagen, ja, ah ja, ja. Aber wie es dann ausschauen wird in 50 Jahren, weiß ich nicht, ob dann alle in Plastiksäcken nur mehr in der Klasse sitzen oder es überhaupt keinen direkten Kontakt mehr gibt. Oder wir in einer wunderbaren Welt eines goldenen Zeitalters leben, weiß ich nicht. Ich habe mir nur gedacht, das ist ein historischer Moment. Und diese Gesundheitskrise ist eigentlich eine ideelle Krise unserer Zivilisation. Und ich muss das beweisen, weil jetzt ist dieser große Moment, wo vielleicht auch Veränderung passieren kann, weil wir jetzt so unmittelbar alle betroffen sind, weil wir alle daheim sitzen, alle die Auswirkungen spüren. Das war der Antrieb irgendwo. Sie haben jetzt schon wieder sehr viele spannende Themen aufgeworfen, die wir dann noch hoffentlich alle unterbekommen werden. Mich würde noch kurz interessieren, Sie schildern gleich zu Beginn in dem Buch auch ein bisschen die eigene Gefühlswelt zu Beginn der Pandemie. Sie haben auch von diesem Spaziergang erzählt und auch die Überlegung, wie notwendig sind diese Maßnahmen, die getroffen wurden, oder ist es doch eine Übertreibung? Ja. Das hat sich ja in den Wochen das Stimmungsbild immer wieder gewandt. Wie würden Sie das jetzt im Nachhinein beurteilen? Ach, im Nachhinein gibt es viele, also wie man so schön sagt, nach dem Krieg gibt es viele Helden, nicht? Da kann man dann leicht sagen, also das hätte man anders machen können, und da hätte man noch ein bisschen feilen können und das war eigentlich gar nicht notwendig. Und da, naja, eigentlich schon, da hätte man früher sein sollen. Nicht? Das ist so mit der Retrospektive, das ist so etwas. Ne? Prospektiv liegt die große unbekannte Ebene vor einem und man weiß nicht, wo ich den Fuß hinsetze, könnte ich in einen Abgrund stürzen. Nachher, wenn ich zurückschaue und weiß, wo die festen Trittstufen waren, ist es natürlich leicht zu sagen, also das war ein Föller, ne? Das hätte man sich sparen können. Ich bin da uneins. Ja? Ich bin uneins. Und mir geht es gar nicht so sehr um die objektivierbaren Schritte, hätte man früher Lockdown machen sollen, hätte man das später machen können, hätte man ein bisschen lockerer gestalten oder noch strenger gestalten sollen. Hätte man die Kinder noch früher zu Hause lassen sollen oder alles Mögliche, was ja vielfach alles diskutiert wurde. Das, worauf es mir ankommt, ist der Modus. Wie ist der Lockdown gelaufen? Und zum Teil haben sich Züge gezeigt, die mir nicht gefallen haben. Ja? Zum Teil ist mir der Umgang mit Grundrechten und mit Humanismus hat mir ein Stück missfallen. Ich rechne ein, dass Jugend und situative Betroffenheit und Entscheidungsdruck hier mildernde Umstände sind. Aber trotzdem ist es eine Frage der Grundhaltung, worauf ich die Gewichtung lege. Und ich glaube, dessen müssen wir uns schon bewusst sein, für diese Grundrechte, die wir haben, für dieses demokratische Leben, das wir leben können, ist lange gekämpft worden, haben viele Menschen ihr Leben auch lassen müssen und das ist hochzuschätzen. Gell? Sehen Sie, das kommt jetzt auch immer wieder in der Diskussion vor, eben diese Grundrechte, die Demokratie, dass jetzt die Demokratie vielleicht ausgehebelt wird, dass unsere Grundrechte in Gefahr sind. Sehen Sie für uns wirklich die Gefahr, Verlust von persönlichen Freiheiten, von Mitspracherecht, dass das auch in Zukunft einfach einfacher passieren kann, so wie es, ich sage jetzt mal, Schwarzmaler eher sehen? Naja, schauen Sie, man kann das, natürlich, wie man so schön sagt, ist eine Frage der Perspektive, nicht? Wenn Sie sich Ungarn anschauen, dann muss man sagen, Österreich römisch 1. Mhm. Ne? Also da muss man sagen, also mit uns Österreicher macht man das nicht. Ne? Also sind wir hochzufrieden. Wenn wir nach China schauen, noch viel mehr. Nicht? Also da haben wir dann schon den Blockwart wieder installiert, der alles kontrolliert. Und wenn ich von der Josefstadt nach Alsergrund möchte, muss ich mich schon Fieber messen lassen, nicht? In diesem Art von Szenario. Und da sind wir ja doch Gott sei Dank weit weg. Aber ich glaube, dass hier auch zum Teil, und ich glaube, das ist in den Menschen. Ja? Ich habe einige Begebenheiten, und vielleicht habe ich hier ein feines Sensorium, aber einige Begebenheiten erlebt, wo Menschen die autoritäre Seite in sich auf einmal gefördert gesehen haben.
und Aussagen getroffen haben, wie weil ich so will, weil es so ist, weil ich in der Position bin, dass ich die Macht habe, das zu tun. Und das möchte ich nicht, dass wir in ein politisches Klima kommen, wo diese Art der Haltung durchgeht, wissen Sie, wo das nicht hinterfragt wird, wo Macht statt Stärke regiert. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wenn das passieren sollte. Und wir müssen, glaube ich, alle sehr wachsam sein auf das, am allermeisten auf uns selber. Denn Macht ist sehr verführerisch und Stärke ist schwer zu erarbeiten. Sie haben jetzt gesagt, wachsam sein, wenn man das ein bisschen so vielleicht auch gleich als Handlungsempfehlung für den mündigen Bürger, die mündige Bürgerin ableitet. Ja. Was müssen wir Österreicherinnen und Österreicher jetzt tun, damit wir... Um wachsam zu sein. Um wachsam zu sein, damit wir... Na, Sie machen es ja, Sie machen Diskussionen dazu. Die Waldviertelakademie ist eine Wachsamkeitseinrichtung, die sucht den Dialog, sucht die Auseinandersetzung, lädt viele Menschen ein, sich auseinanderzusetzen. Und genau um das geht. Es geht darum, dass man den dialektischen Diskurs fördert, dass man mit Respekt und Grundachtung einen Standpunkt transportiert und sich möglicherweise auch Argumente eines Gegenstandpunkts anhört, dass das alles legitim ist, dass man Meinung haben darf. Ja, und darum geht's. Und das zu fördern ist wichtig. Ich habe zum Beispiel von einem Gymnasialprofessor einer Wiener Schule gehört, der seinen Schülern in der 7. Klasse die Aufgabe gestellt hat, in Deutsch einen Aufsatz, eine Erörterung zu schreiben, was ist in der Krise alles falsch gelaufen. Das finde ich einen tollen Ansatz. Ja, das ist jetzt kein Brunnenvergifter oder ans Bein Binkler oder politischer Hetzer gegen die Regierung oder sonst was, sondern der möchte einfach den Diskurs in seinen Schülern wecken, das selbstkritische Element und das auseinandersetzende Element. Und solche Dinge braucht es. Nicht um zu maßregeln oder eben den Finger drauf zu sagen, das hätte man besser machen können, sondern um zu lernen. Ja. Und sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und sich mit den Themen auseinanderzusetzen unter dieser Prämisse des demokratischen Seins. Jetzt haben Sie mir eine Vorlage geliefert, ein bisschen mit dem, was ist in der Krise falsch gelaufen. Darf ich die Frage gleich an Sie weiterleiten? Gibt es Dinge, wo Sie sagen, das hat sehr gut funktioniert, jetzt auch in der Krisenzeit, und Dinge, wo Sie sagen, puh, das hätte, auch wenn wir jetzt nicht zurückblicken wollen zu sehr, aber das hätte man vielleicht besser machen können. Schauen Sie, ich glaube, also da können wir ein Thema nehmen, da können Sie sowohl Plus wie Minus abhandeln daran, wo man sagen kann, das hat fantastisch funktioniert, und wo Sie auch sagen können, das hat grottenschlecht funktioniert. Nehmen Sie die Schule. Etwas, was die allermeisten Menschen doch in irgendeiner Form betrifft, sei es, dass sie Eltern sind, sei es, dass sie Schüler sind, sei es, dass sie Großeltern sind oder Tanten oder Onkeln und das in ihrem Umfeld gesehen haben oder engsten Familienumfeld erlebt haben. Wir haben Schulstandorte gehabt, die haben Unwahrscheinliches geschaffen. Die haben eine Struktur von Distance Learning, von Internet Lernen, aus dem Boden gestampft, nahezu von über Nacht mit einem Engagement. Und da möchte ich noch einmal jemanden hören, der sagt, Pädagoge sein ist ein 20-Stunden-Job und am Dienstag zu Ende. Ja, möchte ich einmal noch hören. Ja. Das sind Leute, die haben 80 Stunden gearbeitet, die haben virtuelle Führungen auf Englisch im Kinderzimmer gemacht, damit die Schüler engagiert sind und sich engagieren. Die haben spezielle Skype-Situationen mit ihren einzelnen Schülern, auch mit denen, wo sie gewusst haben, die haben jetzt eine soziale Verarmung veranstaltet. Ja, also die sind unwahrscheinlich da gewesen und haben auch neuen Stoff gemacht. Sie können sich ja noch erinnern, es hat geheißen Wiederholung und Vertiefung, also das, was eh schon sitzt. Ja. Ne? Nein, die sind weitergegangen, die haben gesagt, für die Kinder muss die Zeit weiterlaufen und mit großem, großem Einsatz und großem Know-how und sehr viel auch Technologieverständnis. Ja, das ist die eine Seite und das ist fantastisch gelaufen, ziehe ich meinen Hut. Und dann gibt es eine andere Seite, genau in derselben Branche, Schule, wo Mails
geschickt worden sind am Anfang der Woche und Daten vereinbart worden sind, wann man da sozusagen seine Arbeitsblätter zurückschicken kann und Seiten im Lehrbuch nominiert worden sind, die man in der Selbststudienarbeit zu errichten hat, und sonst war keiner erreichbar mehr. Und das ist grottenschlecht. Das ist grottenschlecht. Da ist der Arbeitsaufwand wahrscheinlich weniger als 20 Stunden gewesen. Und Sie sehen, hier braucht es in Summe aus dieser Erfahrung jetzt einen Erkenntnisgewinn aus diesem Studienergebnis, der einfach sich umsetzt in Technologie für Schule, in Ausrüstung für Schule, in Förderung von Lehrern, in Bedankung auch bei diesen Schulstandorten. Denn eines, und das ist, glaube ich, auch etwas ganz, ganz Wesentliches, was wir jetzt gelernt haben: Schule ist mehr. Schule ist viel, viel mehr als nur Übungsblätter. Ja? Unser lieber Herr Minister hat das gesagt so schön, wie er wieder verkündet hat, den Fahrplan für die Schulöffnung. Weil die Schule ist der große soziale Raum, hat er gesagt. Und ich habe mir gedacht, boah, toll, endlich wird es gesagt, was es ist. Ja? Und endlich wird deutlich gemacht, was die Pädagogen alles dort leisten müssen. Nämlich neben Methodik und Didaktik, was jetzt vielleicht auch die Eltern, manche Eltern, die so alles besser gewusst haben, festgestellt haben, dass man dazu wirklich eine Ausbildung braucht. Sie sprechen das jetzt sehr, sehr gut an, finde ich, weil das genau das ist, was wir alle erlebt haben, glaube ich, das Bild der Pädagoginnen und Pädagogen hat sich in der Öffentlichkeit in den letzten Wochen, glaube ich, gewandelt. Es hat sich polarisiert. Noch ein Stück polarisiert. Ja. Aber ich glaube, dass das Bild des guten Pädagogen jetzt auf dem Vormarsch sein kann und dass die Bevölkerung und die Eltern und alle, die mit Kindern zu tun haben, erkennen konnten, dass der Pädagoge wirklich methodisch, didaktisch, pädagogisch Unwahrscheinliches leisten muss für den Wissenstransfer, damit er läuft. Und gleichzeitig auch eine Art sozialer Moderator ist für Werte und Haltungen. Dass also dieses Gebilde Schule ja, wirklich ein Lebensraum unserer Kinder ist und Aufmerksamkeit braucht und der Pädagoge einfach in seiner Funktion wirkliche Wertschätzung braucht. Es haben ja in dieser Zeit auch die Eltern viele, sagen wir, Aufgaben übernehmen müssen, die vielleicht sonst in der Schule passieren. Ja, Schwierig ist Erziehung in Zeiten wie diesen? Es wurden ja alle in eine Situation hineingestoßen, sozusagen, die man so nicht erwartet das hat. Wie soll ich Ihnen sagen, das ist natürlich eine besondere Herausforderungssituation gewesen. Nicht? Wenn Sie mit zwei oder drei Kindern, möglicherweise eins davon noch ziemlich klein, in einer Wohnung und dann vielleicht auch noch ohne Balkon, sich hauptsächlichst zu aufgehalten haben und dann noch vielleicht für die zwei schulpflichtigen Kinder jetzt auf einmal die pädagogischen Aufgaben zu erledigen hatten und selber vielleicht von der Kurzarbeit bedroht waren oder ihr Partner, dann war das natürlich eine hohe Stresssituation, die hier zu erfüllen war. Und aus Stresssituationen generieren ja normalerweise leichter Friktionen und natürlich herausfordernde Situationen in der Erziehung. Wir haben das ganz am Anfang der Krise auch schon vorausgesehen, wie es eben halt auch mit zunehmender Dauer eingetreten ist. Wir haben auf unserer Webpage von www.fit4kids haben wir gleich eine Helpline eingerichtet gehabt, wo man uns schreiben kann zu allen Erziehungsthemen rund um die Uhr, kostenfrei, und wo man in den Dialog treten kann. Weil das alleine hilft oft schon. Natürlich auch der qualifizierte Rat, aber schon allein der Dialog mit jemandem, das gehört werden. Ich habe noch einen kleinen Einschub für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Natürlich können Sie auch Fragen stellen, mitdiskutieren. Ich werde dann hin und wieder mal auf unser Event schauen. Wenn Sie Fragen haben, einfach in den Chat schreiben als Kommentarfunktion und wir werden dann darüber sprechen. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zurückkommen. Sie haben vorher gesagt, und das hat mich an diesem Buch auch sehr fasziniert, dass es keine biologische Krise war, sondern eher eine ideelle Krise der Menschheit. Können Sie uns das ein bisschen näher erklären? Also ich habe das Buch gelesen, ich verstehe es mittlerweile, aber können Sie uns das auch unseren Zusehern erklären, wieso das eigentlich so ist?
Man kann eigentlich von vergleichsweise schlichtem Gemüt sein und man braucht doch eigentlich kein überragend medizinisch-epidemiologisches Verständnis, wenn man, und man kommt automatisch durch das, was wir jetzt erlebt haben, zu der Frage, kann uns das noch einmal passieren? Und wir hören alle schon von der zweiten Welle, die im Herbst uns erreichen könnte. Und schon alleine das sagt uns, Jesus, na, Covid-19 kann im Herbst wiederkommen oder es könnte ja auch Covid-20 sein oder dann Covid-21. Und was tun wir dann? Wir können ja nicht jedes Mal die Wirtschaft in den Boden rahmen. Was tun? Und wenn Sie sich dieser Frage nähern, dann kommen Sie dorthin, dass Sie sagen, wir stehen an einer Weggabelung. Wir müssen uns vielleicht entscheiden, worauf wir setzen. Wollen wir auf Misstrauen und Angst setzen? Und wenn wir diesen Weg von Misstrauen und Angst gehen, dann werden wir zweifelsohne in einem Kontrollsystem landen. Das haben wir, das Modell China, wie Sie sehen es schon. Wir werden einander belauern, wir werden uns im Idealfall haben Sie dann einen Chip und ich auch. Und dieser Chip meldet alle biometrischen Daten und natürlich ihre Temperatur, aber er tut so nebenbei vieles andere auch noch. Und wir degenerieren dann zu einer verschränkten Technologie-Biomasse als Mensch, die verwaltet wird. Und das ist eine Welt, die stellen wir sogar im Waldviertel nicht mehr schief vor, muss ich Ihnen ehrlich sagen, obwohl das Waldviertel eine herrliche Gegend ist. Ja. Und der andere Weg wäre jener, wo es darum geht, auf das zu setzen, was uns eigentlich so erfolgreich gemacht hat. Und das ist unsere hohe Sozialität, dass wir radikal sozial sind und eben gemeinsam von der Mitte der Futterkette bis zur Spitze aufgestiegen sind. Aber nur gemeinsam, weil an einer und an mir ist nicht viel dran alleinig, aber zu zweit sind wir schon mehr und zu zehnt sind wir noch mehr. Und wir sind eins, kreativ, und auf das müssen wir halt auch setzen in Zukunft. Was braucht es jetzt ganz konkret, damit wir diesen richtigen Weg nehmen? Es braucht aus meinem Dafürhalten einerseits, dass wir die Lehre ziehen aus dieser Krise, dass wir eben feststellen, das, was mir am meisten gefehlt hat, sind die Menschen und ist mein freies Leben, um es jetzt so banal zu sagen. Und es ist gar nicht so sehr das Größer, Weiter, Schneller und noch mehr, sondern zuerst kommt das Sein und dann das Haben. Und von dem ausgehend, müssen wir jetzt letztendlich als eine Gemeinschaft übersetzt in die politische Struktur, die Weichen so stellen, dass innovative Dinge gefördert werden, die dieses globale Denken, aber lokale Handeln fördern. Und hier setze ich auch auf eine Verschränkung von Alt und Jung, von der Voraussicht, Weitsicht, Erfahrung von Alten und der Innovation und Technologieaffinität der Jungen, die einfach unbürokratische, querdenkerische Lösungen finden werden. Das hat immer funktioniert. Und ich könnte mir durchwegs vorstellen, dass es auch dieses Mal funktioniert, wenn wir es angehen. Sie erwähnen im Buch auch immer wieder sogenannte Hoffnungsträger, Game Changer, glaube ich, sagt man im Neudeutsch. Game Changer, ja. Fridays for Future sprechen Sie auch ganz konkret an beim Thema Klima. Auf wen sollen wir uns in Zukunft verlassen oder auf wen sollen wir hören? Gibt es da? Also ich würde so definieren, wer sind die zukünftigen Helden? Ja? Wir kennen jetzt die Helden des Alltags, das sind jene, die soziale Arbeit tragen und Arbeit für die Gemeinschaft erleben und erledigen. Und das braucht Bewertung einerseits und Wertschätzung. Und wie sollten die aussehen, die sozusagen die Game Changer sind, um diese Weichen in dem Öltanker, diese Kurskorrektur für diesen Öltanker Zivilisation zu vollbringen? Und das sind meines Erachtens Menschen, die eben diesem Gedanken
der globalen Verbindlichkeit, ja, und der Energieneutralität, ja, diesen Gedanken und der ethischen Produktion und des ethischen Seins übersetzen in ein Unternehmen oder sagen wir so, in eine Unternehmung, was auch immer das dann ist, ob das dann ein Verein ist, ein GmbH ist oder sonst etwas, in eine innovative Idee, die letztendlich ein Stück diesen Gedanken trägt. Ich bin verbindlich mit dem ganzen Globus und lokal in meiner Handlung. Das ist es in Wirklichkeit. Wenn wir diese Art von Initiativen fördern und auch mit Unterstützungen bedenken. Ich möchte jetzt vielleicht gleich nochmal auf das Beispiel Fridays for Future zurückkommen, weil die Pandemie natürlich auch diese Klimakrise, in der wir stecken, ein bisschen zur Seite gewischt hat, kurze Zeit zumindest, sage ich mal. Wir haben jetzt einfach gesehen in den letzten Wochen, wie schnell Verkehr zurückgefahren werden kann, wie problemlos unter Anführungszeichen so etwas eigentlich möglich ist. Aber das ist ja was ganz Tolles, was Sie gerade sagen. Genau, aber werden wir jetzt dank dieser... Das ist ja was Tolles. Aber argumentieren kann ich jetzt damit. Ich kann jetzt argumentieren, hey, das geht doch eigentlich eh. Davor hat jeder gesagt, das ist unmöglich, das geht nicht, das bricht alles, das kann man nicht machen, das geht nicht, das halten die Leute nicht aus. Na, gar nichts ist, stimmt ja nicht, ist ja nur ein Mindset. Ja? Und wir halten es auch alle aus, mehr zu Fuß zu gehen. Also ich habe es mir jetzt angewöhnt, das ist ein Output. Viele Leute sagen, was ist denn der Output der Krise für dich? Sag ich, dass ich mindestens am Tag 8 Kilometer zu Fuß gehe. Ja? Wäre ich früher nicht auf die Idee gekommen. Und jetzt ist es mir ein Anliegen und ich stelle fest, ich fühle mich besser. Ja? Also fühle mich besser, wenn ich 8 Kilometer gehe. Dann habe ich nachgelesen und habe mir gedacht, das ist eigentlich ein Blödsinn, dass du nicht früher draufgekommen bist, dass die Krise gebraucht. Logo, ja, Logo, wir sind ja so konstruiert, dass wir das auch brauchen. Ja? Also ich glaube, dass man aus dieser Krise, ich glaube, wir sind verpflichtet, aus dieser Krise Lehren zu ziehen. Wir sind verpflichtet, nämlich deswegen, weil es im Rahmen dieser Krise unwahrscheinliche Kollateralschäden, nicht nur die im World Parameter oder wie das Ding heißt, ständig aufgelisteten Erkrankungs- und Todesfälle, sondern viel, viel mehr Kollateralschäden gegeben hat und gibt und noch geben wird. Und wir sind deswegen verpflichtet, aus dieser Krise das Maximum an Erkenntnis zu ziehen. Das glaube ich. Es wird auch immer angesprochen, das haben auch Sie jetzt ganz gut gesagt, dass man nicht nur Lehren ziehen soll, sondern dass es auch Chancen daraus gibt. Das ist immer ein bisschen schwierig, es ist ein zweischneidiges Schwert, dass man sagt, in so einer großen Krise auch Chancen zu sehen. Aber was sind die ganz großen Chancen? Die ganz großen Chancen sind, dass man sich auf Basis dieser Niederschmetterung aller Normalität auch die Freiheit gibt, rauszudenken über den Schüsselrand. Ne? Sozusagen, wenn man sagt, wenn alles verloren ist an Normalität, ja, dann habe ich die Freiheit, es neu zu erfinden. Ja? Und wenn alles eh gut läuft, dann sagt ihr dann, okay, bitte, sehe alles in Ordnung und warum da jetzt so mal dumm dran, es funktioniert ja gut. Ne? Aber wenn es Ground Zero ist, dann hat das diesen großen Vorteil, dass ich jetzt wirklich frei denken und fantasieren darf. Ja? Weil ich kann es nur besser machen, sozusagen. Und das sehe ich als eine wirklich große Chance an, um Ideen zu fördern. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man vielleicht jetzt begriffen hat, weil das binnen Wochen über den ganzen Globus gefegt. Wenn Sie sich hernehmen, die Pest ist kein Virus, ist Yersinia pestis, aber auch eine extreme Infektionserkrankung, wie wir alle wissen, nicht, lieber Augustin und so weiter. Die Pest hat 10 Jahre gebraucht, bis sie um den Globus getingelt ist. Und da war sie aber nur dort, wo die Handelsrouten waren. Der Rest der Welt war verschont davon. Bei diesem Ding ist innerhalb von ein paar Wochen ein Flächenbrand am ganzen Globus entstanden. Ja? Und das bedeutet doch etwas. Das bedeutet doch wirklich, dass man sagen muss, alles hängt mit allem zusammen. Das ist das beste Beispiel. Und dass deswegen auch diese globale Verantwortung zu fühlen, ist jetzt eine große Chance. Zu fühlen, zu spüren. Wir können nicht mehr sagen, okay, wir produzieren hier so und so viel Abgase, ist eh wurscht.
Ja? Nein, es heißt etwas für uns. Wenn in China ein Fahrradl umfällt, dann heißt es was in Österreich, dann bedeutet es was. Das haben wir jetzt vielleicht begriffen. Globalisierung ist auch ein spannendes Sprichwort, weil es vielleicht jetzt gerade diese Krise auch dazu geführt hat, dass wir Globalisierung vor allem auch in der Wirtschaft viel besser verstehen. Ja. Wenn wir Schutzmasken brauchen, die sie aber nicht bekommen, weil sie in China produziert werden. Dann, das macht die Menschen nicht. Das betrifft uns alles selbst. Ja. Ist das jetzt eine Chance, auch Sie haben es schon kurz angesprochen, für heimische Produzenten, dass wir gehen zu Small is Beautiful, war früher Leopold Korsen, zu den Wurzeln. Ja. Ist das so ein Biedermeier. Genau, ist das die Chance für uns als Wirtschafts-Biedermeier. Geht nicht nur, aber dass man ein bisschen aufs Regionale, dass man mehr schaut, was man kauft. Ja, aber schauen Sie, da gibt es zwei Wege. Ne? Ich kann sagen, so, okay, wir schnitzen jetzt die Masken im Waldviertel in Zukunft. Im Waldviertel machen wir jetzt in Zukunft die Maskenproduktion. Wir wissen nicht, ob wir Masken brauchen werden beim nächsten Virus. Es könnte ja sein, dass wir Dialysegeräte brauchen. Ja, und die werden wieder, ich weiß nicht wo, in Taiwan möglicherweise produziert. Aber natürlich ist ganz wesentlich zu regionalisieren, all das, was zum Beispiel das tägliche Leben betrifft. Ja? Und auch hier den Konsum zu reflektieren. Brauche ich wirklich ein T-Shirt, das 97. T-Shirt, das irgendwo aus Indien kommt, mit irgendwelchen komischen Azofarben getränkt ist? Oder kaufe ich nicht lieber ein T-Shirt aus dem Waldviertel? Ja? Und das sich auch anders anspürt und anders gefärbt ist. Ja? Also hier glaube ich schon, bei all den Gütern des täglichen Bedarfs und Konsumgütern, dass man viel stärker diese Regionalität fördern muss, auch als eine verantwortliche Haltung, weil ich damit den Transport, die ganze CO2-Geschichte, aber auch die Konnektiven, diese vielen Schnittstellen, die ja einem Virus ermöglichen, überzuspringen von einem zum nächsten, reduziere. Das ist verantwortliches Handeln, den Konsum regional zu gestalten. Aber parallel dazu braucht es sehr, sehr komplexe Güter vielleicht auch. Und hier ist es vielleicht wichtig, die Weltgemeinschaft zu stärken. So zu stärken, dass es klar ist, dass es nicht mehr nur lokal in China produziert. Ich weiß, das ist jetzt Utopie, dazu denken wir noch immer viel zu nationalstaatlich, aber wir müssen uns ein Stück weit auch auf ein globales Bürgertum hinaufhandeln. Da ein globaler Bürger, der regional lebt, aber global denkt und spürt und wo es dann für die chinesische Fabrik selbstverständlich ist, dass wenn ein Virus in Europa ausbricht, dass man einfach liefert, weil es im Selbstverständlich der wechselseitigen Hilfe liegt. Ich weiß, das ist jetzt romantisch noch und da braucht man mindestens noch 30 Jahre, bis wir den Menschentyp erzeugt haben, entwickelt haben. Aber das heißt, Sie sprechen auch bei der Wirtschaft genau dieses wichtige Thema der Solidarität eigentlich an. Dass auch Europa ist es vielleicht, wenn wir wieder von Chancen reden, ist das auch eine Chance für die Europäische Union zu zeigen, dass wir gemeinsam eigentlich stärker wären, als wenn jeder nur nationalstaatlich handelt? Natürlich, natürlich. Und auch hier geht es jetzt darum, enges nationalstaatliches Denken zu überwinden, natürlich. Und das ist nicht leicht. Wir pendeln natürlich in diesem Spannungsfeld auch zwischen Ego und Du, ja, und natürlich auch zwischen Mir und De. Und hier gilt es natürlich, sich zu entwickeln und sich auch anzunähern. Und das ist ein Prozess, das ist ein Wachstumsprozess. Der geht nicht von heute auf morgen. Wir hören ständig jetzt, dass jetzt, wo das gesellschaftliche Leben wieder hochgefahren oder langsam hochgefahren wird, dass wir vor der Rückkehr zu einer normalen Normalität stehen. Jetzt sagt man immer, was ist eine neue Normalität? So ist der Ausdruck eigentlich. Was ist das eigentlich? Was stellen Sie sich unter einer neuen Normalität vor? Und wird die Welt nach Covid-19 dieselbe sein, wie sie zuvor war? Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, außer Sie stellen mir da eine Kristallkugel. Ja, und nein, wissen Sie, aus dem Grund, weil die Geschichte ja noch nicht zu Ende ist. Sie fragen mich mitten im Film, wie geht er aus? Und ich weiß nicht, ob das ein Drama ist oder eine Tragödie ist, was da gerade läuft.
Das werden wir in einigen Monaten ein bisschen besser wissen. Wenn das alles war, ja, und wir die entsprechenden Lehren ziehen und wir viel Glück haben und in diesem Zeitalter der Pandemie, in das wir eingetreten sind, der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass wir ein paar Jahre Ruhe haben, ja, dann könnte es sein, dass wir Covid verdrängen, diese Erfahrungen. Oder einbauen als eine dunkle Geschichte und der Matura-Jahrgang 2020 trifft sich in 5 Jahren und sagt, kannst du dich erinnern, im 20er Jahr, wie wir Matura gemacht haben? Na Wahnsinn, gebitschen, das war arg, gell? Mit den Masken sind wir reingegangen. Ja. Also das könnte eine sein. Wenn es allerdings so weitergeht, wenn wir im Herbst zittern vor einer neuen Welle, wenn wir de facto wieder Anstiege sehen, wenn dieses Virus mutiert, was auch möglich ist, oder ein neues dazukommt. Und wir haben ja noch immer diese vielen Konnektiven und diese riesige Weltbevölkerung, die so dicht gepackt in den Städten lebt. Also noch immer die besten Bedingungen für eine Viruspandemie. Ja, dann könnte die alte, neue Normalität ganz sicher nicht mehr eintreten. Dann werden wir eine neue Normalität haben, wie die ausschaut. Werden wir sehen. Ich weiß, das ist schon wieder eine Glaskugelfrage, aber wenn wir jetzt darüber reden, auch als Ärztin, wie schätzen Sie das ein? Die sogenannte zweite Welle, Sie haben es selbst angesprochen, wird sie auf uns zukommen? Kann man das irgendwie abschätzen? Also ich muss Ihnen sagen, ich bin zwar Ärztin, ich kann zwar den Diskussionen folgen, aber ich bin viel zu wenig gut informiert dazu, um Ihnen da wirklich eine Auskunft geben zu können. Das, was wir wissen, ist, dass traditionell im Herbst die Grippewelle beginnt. Hier wäre es nicht logisch, dass das 2019 anders wäre. Es könnte ein bisschen, wenn wir dieses Verhalten von Physical Distancing beibehalten, vielleicht ein bisschen dadurch positiv beeinflusst sein, aber das ist schwierig vorauszusehen. Was ich ganz spannend finde, ich meine, der Mensch ist ja nicht gerade bekannt dafür, dass er Veränderungen sehr gerne hat. Sie sprechen das auch in Ihrem Buch einmal an. Trotzdem haben die letzten 8 Wochen überraschenderweise gut funktioniert, das haben Sie ja selbst kurz angesprochen. Wie erklären Sie sich das eigentlich? Es waren doch sehr große Einschnitte, über die wir auch schon gesprochen haben, dabei. War das einfach eine Notwendigkeit und dass die Menschen das auch mitgetragen haben und gesagt, okay, das müssen Angst. Wir jetzt... Angst. Der Mensch ist grundsätzlich dort, wo, wenn er mal ein bequemes Nest gefunden hat, dann gibt er das nicht her. Nicht? Und wenn er mal einen Weg gefunden hat, dann geht er den immer wieder. Wobei er gleichzeitig auch neugierig ist. Und es gibt eben mehr oder weniger neugierige Exemplare unserer Spezies, die dann mehr oder weniger auch Mut haben, neue Wege zu gehen. Aber im Grundzug, was sicher ist, ist sicher. Ein Motivator, der uns aus der Komfortzone hinaus zu katapultieren vermag, ist die Angst. Die unmittelbare Bedrohung, das ist ein Geschäft sozusagen. Wenn ich weiter in meinem bequemen Nest, sprich in meinem üblichen Verhalten bleibe, habe ich eine größere Bedrohung zu vergegenwärtigen, als wenn ich mein Verhalten verändere. Und wir haben hier so eine klassische Situation gehabt. Ne? Und es ist uns plausibel gemacht worden, du musst jetzt das akzeptieren, sonst geht es dir schlecht und im schlimmsten Fall wirst du sterben. Na, da geht es um die Gesundheit, das geht jetzt wirklich ums Eingemachte und da war dann jeder bereit mitzuspielen. Und dennoch, es hat ja schon vor einigen Jahren, weiß gar nicht, ob es im Buch auch vorkommt, aber das liest man auch immer wieder, zum Beispiel Bill Gates hat ja schon vor Jahren gewarnt von Pandemien. Natürlich. Und war das dann zu wenig Angst? Wieso haben wir auf solche Warnungen nicht gehört? Oder war das zu abstrakt für uns? Weil es eine Fiktion vom Gates war. Nicht? Der hat sich der Gates hingestellt, der hat, glaubt, herumgescheitelt. Nicht? Und man hat sich das angehört, hat sich gedacht, naja, mein Gott, Weltuntergang, haben wir ja andere auch schon gehört, Weltuntergang, das trifft uns eh nicht. Jetzt war es da. Also es ist ein großer Unterschied zwischen einer gefügten und richtigen Theorie und These, weil der Mann hat ja recht gehabt, dafür wird er jetzt im Nachhinein geprügelt, muss man dazu sagen, weil den Propheten, den haben wir ja nicht gerne.
Aber die erlebte Situation, die hat natürlich eine ganz andere Kraft. Jetzt ist es da. Sie prägen in Ihrem Buch auch das Wort oder den Begriff Social Mood, so ein bisschen das Stimmungsbarometer auch der Bevölkerung, der Menschheit. Wir erleben jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen, dass die Stimmung jetzt noch nicht kippt, sagen wir es nicht so, das ist vielleicht zu viel, aber dass viele Menschen unzufrieden sind, einfach auch mit den Einschränkungen, die es gibt. Ja. Wie betrachtet man das? Also das, was Sie da besprechen, sind sozusagen die Wellenbewegungen auf dem Teich des Social Moods, nicht? So diese Abschilferungsbewegungen, diese Diskussionsbewegungen und irgendwo in der Tiefe bändelt sich dann aber die Grundüberzeugungen. Das weiß man jetzt noch nicht so genau, ne? Aber Social Mood charakterisiert in Wirklichkeit all das, was in einer Gesellschaft, in einem sozialen Körper an gemeinsamem Wissen getragen wird und Überzeugungen getragen wird. Egal, ob das rational begründet ist und richtig ist oder nicht. Haben wir gesehen bei 9-11, seitdem haben wir die Kontrollen an den Flughäfen zum Beispiel, haben wir unsere Social Mood zum Terrorismus drastisch geändert. Ne? Und hier könnte es jetzt sein, je nach Impact, je nach Dauer, je nach Informationen, die wir bekommen, mit denen wir gefüttert werden, dass sich der Social Mood eben auch zum Thema Abstand halten, Masken, ja oder nein, dass sich der einpendelt und eine Grundhaltung entwickelt. Ne? Alles wird anders, alles wird gut, ist auch ein Untertitel eines Ihrer Kapitel, gefällt mir sehr gut, dieser Satz. Wie sieht eigentlich Ihre perfekte, ist vielleicht für euch die ideale Welt nach Covid-19 aus? Also wo sind dann die größten Gefahren eigentlich? Denn, also, da darf ich jetzt wirklich fantasieren. Ja, auf jeden Fall, deswegen stelle ich die Frage. Naja, meine ideale Welt nach Covid-19 schaut so aus, dass wir realisieren, dass das, was uns am meisten wärmt, die Gemeinschaft ist. Dass wir realisieren, dass jeder von uns allein ziemlich nur einmal hingespuckt ist und nicht mehr. Aber dass wir gemeinsam, wenn wir unsere Kräfte zusammentun, bislang, seit es uns gibt, zwar mehrmals an der völligen Auslöschung unserer Spezies vorbeigeschrammt sind, aber eben erfolgreich waren und dass das der Schlüssel und der Weg zum Erfolg sein wird. Das ist die Grundvoraussetzung meiner idealen Welt. Und ausgehend von der idealen Welt stellen wir fest, dass wir vergleichsweise schon viele auf dem Globus sind, dass alles mit allem vernetzt ist, wie wir es jetzt gerade gelernt haben, anhand dessen, dass dieses Virus so rasend um den Globus tingeln konnte. Und dass wir sagen, wir müssen in allen unseren Entscheidungen zwar immer unsere globale Verantwortung sehen, aber uns nach Möglichkeit regional in unserem Umfeld bewegen und unser Wirken hier ansiedeln. Und dann würde meine Vision auch noch einschließen, dass Unternehmen wieder zu Unternehmungen von vielen werden, dass sie sagen, okay, wir produzieren hier einen Mehrwert und der soll auch gerecht verteilt werden. Und da gibt es eine gute Untersuchung dazu, was Menschen unter gerecht empfinden. Und die können es durchwegs akzeptieren, dass CEOs oder Firmeneigentümer durchwegs 30, 40 Mal so viel verdienen wie der simple Mann, der sagt, okay, um 8 lasse ich meinen Bleistift fallen, um 4 lasse ich meinen Bleistift fallen nach 8 Stunden. Aber diese Unternehmen übernehmen auch soziale Verantwortung. Sie achten darauf, dass sie ethisch produzieren, dass sie energieneutral sind und dass moderne Technologien möglichst vielen Menschen wohlbringend zur Verfügung gestellt werden. Das würde zum Beispiel heißen, in meinem Bereich der Medizin, dass diese dritte Medizinrevolution, die jetzt auf uns zukommt, die personalisierte Medizin, die wirklich gigantische Möglichkeiten bieten wird, aber auch mit gigantischen Kosten einhergehen wird, nicht ein Privileg der Reichen wird, sondern für alle zugänglich gemacht wird.
Ja, so würde ich mir dann vorstellen, ein goldenes Zeitalter. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich eine Vision, die wir hoffentlich alle unterschreiben könnten oder würden. Die hoffe ich, dass Sie noch erleben. Das dauert das nämlich sicher 30 Jahre. Die Frage wird sein, und das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wann wird eigentlich alles gut? Das ist wann wird alles gut? Na, ich glaube, das wäre jetzt naiv zu sagen, oh, jetzt war Covid-19, jetzt sind wir alle geläutert, jetzt machen wir alles anders. Das wird nicht funktionieren. Sondern das, worum es geht, ist, dass dieser große Dank der Zivilisation vielleicht um ein paar Grad eine Ausrichtungsänderung erfährt. Eben dieses globale Verantwortung, Denken, Beherzigen in allen Entscheidungen und lokal leben und handeln und innovative Ideen zulassen. Das bedeutet dann, dass wir, und wenn wir das auch in unsere Pädagogik einführen und einfüttern, das würde bedeuten, dass dieser Homo sapiens sociales, von dem ich träume, entstehen würde, der seinerseits dann einfach in einer nächsten Generation das Ganze als selbstverständlich empfindend, diese globale Verantwortung, umsetzt. Und so naiv das jetzt klingt, aber ich kenne eine Menge Jugendliche, die so funktionieren, ja, ganz anders funktionieren, als wir funktioniert haben, weil wir wollten was werden und mehr haben und Besitz haben, das war das, wo wir sozialisiert worden sind als Kinder. Und da sehe ich jetzt 13-, 14-, 15-Jährige, die was beitragen wollen, manche, ganz toll. Also es gibt einen Prozentsatz von ganz tollen jungen Menschen, auf den setze ich. Das wäre jetzt ein wunderbarer Abschluss gewesen. Ich möchte aber trotzdem von unserem Online-Publikum noch ein, zwei kleine Fragen mitnehmen, weil ich es jetzt gerade gesehen habe, die das Thema Angst behandeln, weil Sie vorhin auch über die Angst gesprochen haben. Die Frage lautet zum einen, wie schätzen Sie bei zukünftigen globalen Herausforderungen, sei das jetzt eine Pandemie oder wie auch anders, die Entwicklung der Gesellschaft ein hinsichtlich Angst? Und vor allem, was ich auch sehr spannend finde, die Frage, wird ein Lockdown, der durch Angst geprägt wurde, bei neuen Herausforderungen oder Covid-20, 21, egal wie das Ding dann heißt, ähnlich erfolgreich sein oder sind wir dann abgestumpft? Naja, schauen Sie, wenn es wieder einen Lockdown gibt und das heißt wieder husch husch ins Körbchen hinein in eure Hütten und ihr dürft nicht raus, so wird das zwar von der Methodik uns bekannt sein, aber von der Auswirkung uns heftiger treffen. Ja? Es wird unsere psychische Stabilität, weil es ja ein Zustand des Unkomforts ist, des seelischen Unkomforts ist, es wird unsere psychische Stabilität herausfordern. Es hängt natürlich auch davon ab, ist das in 3 Jahren wieder oder ist das im Herbst wieder? Und es werden Menschen, die Probleme haben mit ihrer Stabilität, psychischen Stabilität, vielleicht leichter in Depression oder Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit kippen. Da wird man sich vieles einfallen lassen müssen, wenn das so etwas wieder passiert. Und eine Frage möchte ich da gleich noch anschließen, weil sie ein bisschen dazu passt zum Thema Angst auch. Die Frage ist, es sind ja jetzt schon viele Menschen und einige Menschen unterwegs, die sagen, diese Maßnahmen haben überhaupt nichts gebracht, waren übertrieben, wie auch immer, die vielleicht bei einem erneuten Lockdown, wann auch immer der ist, dann sagen, mich geht das jetzt alles nichts an, weil wir brauchen das nicht. Ich spiele da jetzt nicht mit. Genau. Also sozusagen das, was Sie meinen, die Staatsräson wird nicht mehr funktionieren. Genau. Der Zwangsstaat wird nicht mehr funktionieren. Ja, aber natürlich auch ein bisschen angefeuert durch viele Verschwörungstheoretiker, die auf unserer Welt herumlaufen. Ja. Und da gibt es ja doch eine große Prozentzahl an Menschen, behaupte ich mal, die denen auch folgen oder die zumindest ein bisschen Wahrheitsgehalt darin finden. Ja, naja, schauen Sie, das hängt dann ganz davon ab, wie der Staat dann auftritt. Nicht? In welcher Plausibilität ein erneuter Lockdown erfolgt. Ja? Ich denke mir hier, und darum geht es mir ja so sehr, um den demokratischen Diskurs. Denn solche Maßnahmen, die Einschränkungen in der persönlichen Freiheit, in der persönlichen Bewegungsfreiheit, in meinem Komfort bedeuten, die muss man mittragen in Wirklichkeit. Und mittragen tut man leichter Dinge, die einem nicht nur einfach angeordnet werden, denn das führt leichter zu Widerstand
und vor allem, wenn ich sozusagen alternative Ideologien habe, sondern mittragen tue ich es dann, wenn ich von mir als Verschwörungstheoretiker bin, das ist alles ein Blödsinn und sonstiges, aber ich werde in einem Diskurs abgeholt und es wird mir dann plausibilisiert, dass ich mich vielleicht doch irre. Ja, und das ist auch, wenn ich mir denke, es ist ein Blödsinn, aber dass ich das Risiko vielleicht für verschiedene andere Menschen hier dann mittrage. Ja, dann vielen Dank. Wir glauben auf jeden Fall, dass möglichst schnell alles wieder gut unter Anführungszeichen wird, dass sich unsere Welt auch erholt, dass wir aus dieser Krise wirklich lernen können. Ich glaube, das haben Sie vollkommen recht, dass das wäre wahrscheinlich das Wichtigste, die richtigen Lehren aus dieser Krise zu ziehen. Vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und diesen heutigen Abend. Gerne, vielen Dank. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, vielen Dank, dass Sie heute teilgenommen haben, dass Sie dieses spannende Gespräch verfolgt haben. Das ist natürlich auch in den nächsten Wochen auf allen Kanälen der Waldviertelakademie, sei es auf YouTube, auf Facebook oder auch auf unserer Homepage abzurufen. Folgen Sie der Akademie auf den diversen Kanälen und bleiben Sie so auch in Kontakt, damit Sie sehen, wie die weitere Veranstaltungsreihe aussieht. Die Waldviertelakademie wird in den nächsten Wochen zum Thema der Pandemie, zum Thema Zukunft der Welt noch weitere Gäste einladen. Wirtschaft wird ein Thema sein, Europa wird ein Thema sein und vieles, vieles mehr. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und auf Wiedersehen.